Ja, jetzt klingelt mein Handy schon wieder. Dann als nächstes möchte ich, dass ich die Seite 1 habe, also dass ich halt die Zeitung aufschlage und dann möchte ich sehen, was ist innerpolitisch in Deutschland los. Bob. Das kann sich dann ja auch gerne über ein paar Seiten hinziehen, aber dann möchte ich halt die Weltdinge sehen, also was ist in der Welt gerade los, beziehungsweise man könnte das Ganze auch noch so sagen, ich möchte sehen, Deutschland, Europa, Welt, genau, in der Reihenfolge, das würde mir gefallen. Deutschland, Europa und die Welt. So, danach kann man dann halt so ein bisschen Wirtschaft meinetwegen machen und dann kann Sport kommen und dann kann Müll kommen. Ich sag bewusst Müll, weil ich kaufe mir keine Zeitung, um zu wissen, wer mit wem wo wann gesehen wurde und wer mit wem wo wann fickt. Weil Wayne? Es interessiert mich nicht. Sowas. Also ich denke mir jedes Mal so, aha. Oder genauso, ach, der war falsch. An manchen Wochentagen, da warte ich dann auf meine Frau, so mit dem Essen oder so, schalten Fernsehen an. Bis hierhin, alles schigo. Alles top, alles okay. Ich mache mal gerade die Taschen ein bisschen leer. Wie gesagt, ich warte dann und schalte mir den Fernseher ein und schalte dann ProSieben an. Weil da kommt dann nachher irgendwann Simpsons. Simpsons kann man mal gut weggucken, kann man mal machen. Alles in Ordnung. So, nach den Simpsons kann man die alte Kiste meiner Meinung nach einfach wieder ausschalten und kann sagen, gut, das war das. So, jetzt kommt da irgend so ein Magazin. Red? Heißt das so? Red, Blue, Yellow? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Doch, Red. Red heißt es. Es heißt Red. Ich schaue mir das 2 Minuten an und denke mir so, was redet ihr da? Von was redet ihr da? Es gibt Menschen, die interessiert das? Also das ist wirklich so mein Gedanke jedes Mal, ne? Also, lieber Zuschauer, wenn du dich jetzt damit angegriffen fühlst, du sollst dich nicht damit angegriffen fühlen, du sollst nur meine Gedankengänge verstehen. Weil ich denke mir einfach wirklich so, es gibt Menschen, die sowas interessiert? Ob jetzt, keine Ahnung. Ja, was weiß ich? Hier. Es sind brennende Neuigkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es sind für mich ja brennende Neuigkeiten, die ich unbedingt erfahren möchte. Wer Germany's Next Topmodel ist. Natürlich möchte ich das wissen. Deswegen gucke ich auch jeden Donnerstag Germany's Next Topmodel. Und ich bin froh, dass ich in Red das nochmal sehen kann. Würde meine Frau Germany's Next Topmodel gucken, würde es hier Krieg geben. Krieg der Welten. Weil so eine Sendungen, nein, tut mir leid, ich will das nicht. Ich mach das nicht mit. Ich will das nicht sehen, ich will davon nichts hören. Vielleicht bin ich da an dem Punkt auch wieder ein bisschen zu engstirnig. Weiß ich nicht. Nur sowas, ey, das trägt mich auf. Wenn ich so eine alte, schrottige Heidi Klum da sehe. Ich meine, alt und schrottig. Ja, gut, okay. Kann man jetzt drüber streiten. Ich habe mir Germany's Next Topmodel genau keinmal angeguckt. Doch einmal habe ich das gesehen. Das war erstens, um mitreden zu können und zweitens, ey, ich habe mich so gelangweilt. Oh, habe ich mich gelangweilt. Alter, habe ich mich gelangweilt. Außerdem habe ich mich gelangweilt. Nein, verdammt, der war falsch. Nee, das war ja wohl wirklich komplett langweilig. Also nicht nur, dass es langweilig war, das war Schund. So, von Zeitung aufschlagen dahin gekommen. Germany's Next Topmodel. Muss man sowas gucken? Ich meine, mich hat er auch schon früher hier, der andere Deadlift, die Wurst mit seinen komischen Kaputten da nie interessiert. Also, Popstars. Nee. Warte mal.
Hieß es Popstars? Germany's Next Top... Was weiß ich. Keine Ahnung. Wie hier Deadlift die Wurst da steht und immer sagt... Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Du schaffst es! Yeah! Pam, pam, pam! Wo ich mir so gedacht habe... Ey. Keine Ahnung was. Aber es ist bestimmt therapierbar. Keine Ahnung, was mit solchen... Was stimmt mit dem nicht, Alter? Ja, und dann genauso... Immer diese Werbung für imarkesexy.com.de, was auch immer. Was sind das? Weight Watchers Light oder? Keine Ahnung. Also ich meine, mal ganz ehrlich, man kriegt ja so. Ja, man, das ist ja. Wie soll man das sagen? Dieser Dreck, dieser Schund, also es ist ja leider in meinen Augen so. Was heißt leider? Es ist in meinen Augen so. Dieser Schund. Der prasselt ja an jeder Ecke auf einen ein. Man kommt ja gar nicht drum rum. Ne? An jeder Ecke wird davon gesprochen und so weiter und so fort. Guckst es nicht, kannst nicht mitreden. Ja. Und? Es könnte mir nichts egaler sein jetzt gerade so, aber naja, gut, okay. Dieser Schund prasselt an jeder Ecke rein. Können wir uns darauf einigen, denke ich mal. Und ich glaube... Ihr versteht auch, was ich sagen will. Man kommt gar nicht drum rum, sich diesen ganzen Kram in irgendeiner Art und Weise anzuhören, anzugucken. Ja, man wird davon darüber informiert, ob man will oder nicht. Das klingt auch gut. Man wird informiert, ob man will oder nicht. Gut. Jetzt habe ich mitbekommen, wie der Detlef die Wurst da halt mit seinen... Weiß ich, sind das Kandidaten? Das ist eine Spielshow. Keine Ahnung. Also, wie er mit den Leuten da umgeht. Einigen wir uns darauf. Komm, wir einigen uns darauf, wie er mit den Menschen umgeht. Der wird von mir so eine geballert kriegen. Also, wie der da rumschreit und alles, ne? Ich mach mal ganz ehrlich, schreien ist ja auch immer so ein Zeichen von Schwäche. Und ich würde sagen, dieser Deadlift, die Wurst, der ist einfach schwach. So ein schwacher Mensch. Sonst würde er da nicht immer rumschreien. Und dann gerade solche, diese Magazine. Oh, dieses von mir angesprochene Red. Das sind alles Nachrichten. Ich weiß nicht. Die braucht doch kein Mensch. Ich komme da einfach nicht drauf klar. Und nee, Alter, ich habe mir das... Ah, meine Bronzeschaufel hat irgendwas. Ah, plus 100 Lack. Ja, schön. Auf einer Schaufel. Großes Kino. Nee, also, dieses Red, ich weiß nicht. Ich kann diesen Schund, Schrott, whatever, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, weil ich fühle mich da auch irgendwie in keinster Art und Weise unterhalten, sondern es ist langweilig. Zwei nach vorne. Es ist einfach nur langweilig und, ja, Schrott. Und vor allem so, ich meine, ich gehe da auch wirklich so ran an diese Sendung, so desinteressiert und denkt mir nur jedes Mal, wer will das alles wissen? Hausfrauen-TV wurde mir mal gesagt. Hausfrauen schauen sich sowas gerne an. Aha. Ja, merke ich da jetzt, also jetzt nicht falsch verstehen, aber merke ich an solchen Sendungen, das ist jetzt generell prinzipiell gesprochen, merke ich an solchen Sendungen tatsächlich den Bildungsstand des Deutschen? Oder keine Ahnung. Was interessieren mich Prominente? Warum? Warum sollte mich, das ist das nächste Ding, warum sollte mich deren Leben, deren Privatleben, warum sollte mich das interessieren? Vor allem, man hat vor vielen Jahren, ja, jetzt müssen wir doch raus. Fuck, ich hab gehofft, dass ich... Naja. Man hat vor vielen, vielen Jahren... hat man gesehen, wo sowas hinführen kann. Hier. Der Tod von Lady Diana. Wer war denn schuld daran? Diese ganzen Paparazzos, die unbedingt wie die Asiaten hinterher wollten und irgendein Foto von ihr und ihrem Dodi da machen wollten. Ja, verstehe ich gar nicht. Weil, wen hat das interessiert? Also mich nicht. Also damals schon nicht. Dass diese Frau dann halt verstorben ist, das wiederum, muss ich sagen, das hat mich schon interessiert.
Ich meine, ich bin nur nicht einer, der jetzt losläuft und Like a Candle in the Wind von dem anderen Schwulen da singt. Aber es hat mich schon interessiert, denn immerhin war sie ja auch irgendwie im englischen Königshaus. Ne? Und England ist ja halt nun mal noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen rückständig, na doch, ich will sagen rückständig. Rückständig mit Monarchie und so. Klar interessiert mich das dann, wenn da jemand aus dem Königshaus verstirbt. Ne? Und wenn ich da noch so heute, oder wenn ich heute so drüber nachdenke, die Umstände und so weiter sind ja wohl teilweise immer noch nicht geklärt worden. Glaube ich. Das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Aber trotzdem, schuld waren doch eigentlich diese Paparazzis, die unbedingt ein Foto von ihr haben wollten. Vor allem, warum? Die meisten Paparazzis haben doch schon genügend Fotos von ihr. Gott, war das schlecht. Ja, okay, der war jetzt nicht ganz so gut, der Gag. Ich nehme den ganzen Stack davon nochmal mit. Der Gag war jetzt nicht ganz so gut, aber es stimmt doch irgendwo. Diese Paparazzis, die haben mehr als genug Bilder von denen. Warum noch mehr machen? Hä? Genauso interessiert mich das auch. Oh ja, das interessiert mich auch so brennend. Wie? Ob, keine Ahnung. Ob die Let's Player rings um mich rum, ich möchte es mal einfach so sagen, ob die jetzt alle pleite gehen. Wayne? Mich interessiert nicht. Ne, wie ich jetzt darauf komme, ob die Let's Player um mich rum pleite gehen, also wer jetzt nicht mitbekommen hat, es gibt tatsächlich einige Let's Player, die mal groß waren, die im Moment ganz schön damit hadern, an Kohle zu kommen. Weil YouTube oder Google wohl nicht mehr genügend Geld bezahlt und Twitch wohl auch nicht genügend Geld raushaut und hier, es gibt ja auch immer mehr Let's Player, muss man ja auch mal sagen, die auf solche Spenden angewiesen sind oder die halt Spenden entgegennehmen. Weiß ich nicht recht, was ich davon halten soll. Das ist so eine Thematik, da haben sich ja auch andere mit auseinandergesetzt. Man kennt ja die Zahlen nicht. Man kennt ja jetzt die Zahlen nicht. Man kann sich natürlich irgendwie einen Stream von XY anschauen und kann wirklich mal einen ganzen Abend sich mit einer Strichliste hinsetzen oder mit einem Zettel und einem Stift und kann ja mal die ganze Zeit mitschreiben, wie viel Spenden, wenn der entsprechende Let's Player oder YouTuber, Twitcher, was auch immer, Livestreamer, das eingeblendet hat, wie viel denn halt pro Ping oder was da dann auch immer kommt, ja, wie viel da dann halt reingekommen ist. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man das ja durchaus mal machen. Brauche ich mir das Programm nicht mehr angucken, ist so mein Gedanke dabei.